weiß, dass du irgendwo da draußen bist. Wär's nicht so, wärst du mir nicht so nah. Wir werden einander erkennen, wenn es so weit ist. Heute wollen wir uns mal frische Nordseeluft um die Nase wehen lassen. Begleiten Sie mich in den nächsten 90 Minuten auf die Insel Föhr. Föhr ist ja im Sommer ein beliebtes Urlaubsziel, aber ich möchte Ihnen zeigen, dass die Insel auch jetzt im Herbst absolut ihren Reiz hat. Und damit meine ich nicht nur das gesunde Reizklima. Willkommen auf Föhr oder wie die Föhringer sagen, Welkimmen üb Föhr. Wir besuchen Jon Petersen. Der Landwirt hat sich auf die Schafzucht spezialisiert. Und wer Schafe hat, braucht Hütehunde. Jon Petersen zeigt uns, was seine vierbeinigen Cowboys alles können. Brückner auf seiner Insel die erste. Das Fräulein stand am Meere und seufzte tief und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Er ist in der ganzen Welt zu Hause, aber hier auf Föhr findet er Ruhe und Entspannung. Ich treffe Christian Brückner, die deutsche Stimme von Robert De Niro. Ja, dadurch werde ich halt akustisch erkannt. Reetdächer prägen das Bild der Dörfer auf Föhr. Ich steige zu den Männern von Reetdachdecker Bra Lorenzen aufs Dach und lasse mir zeigen, wie man aus dünnen Schilfhalmen ein wetterfestes Dach macht. Nichts geht über ein frisches Krabbenbrot. Um zu sehen, wie die Föhrer Krabben gefangen werden, heuere ich bei Otto-Peter Wellingerhoff an, den auf Föhr alle nur Otti nennen. Wir sind bei einem nächtlichen Fangturn dabei. Eine Wattwanderung gehört zu einem Besuch auf Föhr einfach dazu. Barfuß geht es auf die Spur von Wattwürmern und Krebsen. Höhepunkt der Wattwanderung ist der Besuch eines Wracks. Die Insel Föhr liegt in der Nordsee und gehört wie ihre Nachbarinseln Sylt und Amrum zu den nordfriesischen Inseln. Föhr ist 7 Kilometer breit und 12 Kilometer lang und liegt mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Da hinten ist das Festland, von hier aus wunderbar zu sehen. Bisschen weiter rechts ist Dagebühl, von dort aus kommen die Fähren hier nach Föhr. Aber Ralf Brodersen hat mir erzählt, das ist hier eine ganz eigene Welt auf der Insel. Stimmt's, Ralf? Ja, es ist hier sehr viel gemütlicher, die Zeit vergeht langsamer, etwas gemächlicher, wie es sich für eine Insel gehört. Ganz gar nicht zu vergleichen mit dem Festland. Wann warst du denn das letzte Mal auf dem Festland oder wie oft in diesem Jahr? 2-mal war ich bis jetzt auf dem Festland in diesem Jahr, das letzte Mal vor 14 Tagen. Aber wenn wir nicht dringende Spezialisten, Arztbesuche haben oder selber in Urlaub fahren, brauchen die Insulaner eigentlich nicht weg von Föhr. Wir finden hier alles, wir haben hier alles auf der Insel. Ja, Ralf Brodersen ist Insulaner, er ist hier geboren, er ist hier aufgewachsen, er kennt sich bestens aus. Und du hast auch einen tollen Job hier gefunden, ne? Ja, ich arbeite hier beim Gästeservice, bei der Touristinformation direkt für den Gast. Und es macht mir sehr viel Spaß, mit den Gästen zu arbeiten, wie ich sage. Und mit denen auch zu tun zu haben und zu reden und zu empfehlen. Ja, also wenn sie hierher kommen, ist er auf jeden Fall Ansprechpartner. Für mich jetzt auch. Und ich bin froh, dass du so groß bist. Wie groß bist du eigentlich? Guck da so hoch. 1,98. Hast du ein Fahrrad, was für dich passt? Ja, das habe ich gefunden. Wir wollen nämlich die Insel gleich mit dem Fahrrad entdecken, auch wenn da teilweise der Wind einem sehr stark ins Gesicht bläst, habe ich mir sagen lassen. Aber bevor wir das tun, stimmen Sie sich doch schon mal ein auf das wunderschöne Föhr. Föhr ist die zweitgrößte deutsche Nordseeinsel und nur mit dem Schiff oder dem Flugzeug erreichbar.
Die Insel hat 8600 Einwohner und gehört zum schleswig-holsteinischen Landkreis Nordfriesland. Hauptort und Hafen von Föhr ist Wiek. Hier lebt mehr als die Hälfte der Inselbewohner. Wiek wurde bereits 1819 Seebad. Damit war es das erste in Schleswig-Holstein. Damals war der größte Teil der Insel noch dänisch. Und als 1842 Dänenkönig Christian VIII. Hier im Sommer zum ersten Mal seine Sandburg baute, kam Föhr als Urlaubsort regelrecht in Mode. Neben Wiek gibt es auf Föhr insgesamt 16 Inseldörfer. Die Föhrer selbst teilen ihre Insel in zwei Teile, Wiek und den Rest, nämlich Föhrland. Föhr ist vor allem eine Insel für Familien mit Kindern. Im Sommer sind bis zu 40.000 Gäste gleichzeitig auf Föhr. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr mehr als 180.000 Besucher. Und die blieben im Durchschnitt 10 Tage hier. Seine geschützte Lage im Windschatten von Sylt im Norden und Amrum im Westen hat dafür gesorgt, dass Föhr eine üppige Vegetation hat. Drei Viertel Föhrs werden bis heute landwirtschaftlich genutzt. Und nach dem Tourismus sind Ackerbau und Viehzucht die wichtigsten Erwerbsquellen auf der Insel. Gebadet wird auf Föhr zumeist am Südstrand rund um Wiek oder ganz im Westen der Insel bei Utersum. Die breiten Flachwasserzonen machen die Strände Föhrs besonders für kleine Kinder zum idealen Bade- und Spielparadies. Bei Ebbe lädt das Wattenmeer zu kilometerlangen Spaziergängen ein. Beim Wetter auf Föhr scheiden sich die Geister. Es ist besser als sein Ruf, kann man vielleicht sagen. Aber manchmal braucht man auch mitten im Sommer ein dickes Fell. Er macht das Wetter zwar nicht, aber er hängt es jeden Morgen im Infozentrum der Föhr-Touristik aus. Wer nach Föhr kommt, trifft Ralf Brodersen hier an seinem Arbeitsplatz. Wo darf der Hund an den Strand? Wo kann man Fahrräder leihen? Wo gibt es noch welche Unterkünfte? Und. Ralf weiß alles. Übrigens auch, wo die Toiletten sind. Die am meisten gestellte Frage beantwortet er immer wieder freundlich, heiter und gelassen. Also ganz nach Föhrer Art. Man kann zwar sein Auto mitbringen, aber wir wollen Föhr mit dem Fahrrad erkunden. Unsere erste Tour führt von Wiek aus nach Norden, direkt auf dem Deich. Fahrräder kann man auf Föhr in fast jedem Dorf leihen. Das eigene kann also Urlaub zu Hause machen. Mensch, das ist eine tolle Luft hier, Ralf. Merkst du das überhaupt noch als Insulaner? Ich genieße es immer noch. Wenn mal ein Wochenende in der Hauptsaison nichts los ist, dann genieße ich es in vollen Zügen. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass Föhr mal zum Festland gehörte. Also das hier war alles aufgefüllt. Das war alles zusammenhängendes Festland bis 1362. Das war hier nur mit kleinen Sielen und Prielen durchzogen. 1362, die erste große Mandränke, verwüstete das Land derart und hinterließ nur noch die Inseln und Halligen von heute. Mandränke, was bedeutet das? Mandränke, das war der Ausdruck, ein altdeutsches Wort, dass viele Menschen dort ertrunken sind. Daher leitet sich Mandränke ab. Gut, die Zeiten sind lange vorbei. Mittlerweile hat man Deiche. Wie wichtig sind die Deiche für den Küstenschutz? Das ist also auf einer, jeden Fall sehr wichtig. Die Deiche der Insel Föhr schützen nicht bloß die Sachgüter, die hinter dem Deich liegen, auf dem Land, sondern auch sehr viele Menschen leben. Und deswegen kommt das auch immer wieder zum Konflikt. Naturschutz, Deichbau, was dort höher anzusiedeln ist. Mhm. Wieso ist es im Konflikt, wenn man Deiche baut? Ist die Natur deswegen gefährdet? Ja, die Menschen hinterm Deich, wir Insulaner sind natürlich sehr daran interessiert, dass Lahnung, dass sich Vorland bildet vor dem Deich, um auch den Deich zu schützen, dass sie die Wellen auf dem Vorland brechen und nicht erst am Deich und den Deich damit sehr stark zusetzen. Mhm. Und die Naturschützer vom Nationalparkservice sind natürlich daran interessiert, Natur Natur sein lassen, dass es alles seinen Weg läuft und da kommt es eben halt zu Konflikten. Mhm. Jetzt sieht man hier auch überall die Windräder. Wie weit sind die akzeptiert und wie wichtig sind die für Föhr? Doch eigentlich sehr wichtig. Wir waren der absolute Vorreiter überhaupt. Ende der 80er, Anfang der 90er waren wir hier an der Küste mit die Ersten, die Windräder bekamen. Es ist natürlich eine Beeinträchtigung der Landschaft, ist natürlich vollkommen klar. Aber in den Zeiten, auf die wir zusteuern oder die auf uns zukommen, ist es sehr wichtig, nach alternativen Energien zu suchen. Ja, weiß Gott. Föhr hat übrigens ein sehr gutes Fahrradwegenetz. Bei Ralf in der Touristinformation gibt es eine Karte mit Tourenvorschlägen. Wer mag, kann an einem Tag rund um die Insel radeln. Das sind dann etwa 34 Kilometer. Was ist das für ein nettes Wäldchen da unten? Das ist eine Vogelkoje. Besser gesagt, es ist eine Entenkoje. Das ist eine holländische Erfindung, die 1730 den Weg zur Insel Föhr gefunden hat, aus Holland kommt. Macht man das heute noch?
Nicht mehr in dem Maße, wie man es damals macht, ist es heute mehr Traditionspflege. Aber Enten, Stockenten in dem Falle, werden dort immer noch gefangen. Man hört es da so garksen. Nack, nack, nack. Ja, das sind wahrscheinlich die Lockenten auf dem Teich, die gezähmten Wildenten, die anderen eigentlichen Wildenten anlocken sollen. Gibt es denn die Föhrer Wildente heute noch als Spezialität hier? Es hat in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hat es auf den großen deutschen Auswandererschiffen zum Captain's Dinner an Bord der ersten Klasse und auch bei den Zeppelin-Überflügen nach Amerika hat es zum Captain's Dinner die Föhrer-Kriegente gegeben aus Dosen. Föhrer-Kriegente, kriegt man die auch heute noch? Nein, heute nicht mehr. Die Kriegente darf nicht mehr gefangen werden. Ja, und wer sich noch ein bisschen mehr mit der Geschichte dieser Insel beschäftigen möchte, vor allem mit dem Leben auf dem Lande von Föhr, dem empfehlen wir das Heimatmuseum in Övenum. Da kann man sich nämlich bestens informieren und auch unterhalten lassen. Lucke, det as üs fering wendens, hättet ihr wie und Darling ob noch jaff. Die Wochbahn in der Kögen woch, die bietet mir mit Kacheln. Aude wenning ein Kotzgiebeling und teste wenning Spiegel, Bose, Petroleumlochter, die satt Uhlart schon Uhlmam und Lucke tut wenning üt. Habt ihr Fragen, Kinder? Wie immer beginnt Haie Sönksen Martens seine Führung auf Friesisch. Aber keine Angst, der Museumsdirektor hat schnell ein Einsehen und fährt dann in Hochdeutsch fort. Seit 1993 tut er das im Elternhaus seiner Frau Inke im Dorf Övenum. Das Leben auf dem Lande, so heißt die Ausstellung in der redgedeckten Scheune. Während der Saison führt Haie fast jede Stunde Besucher durch sein Museum. Die meisten Ausstellungsstücke stammen vom eigenen Dachboden, sagt er. Und so kann er auf seine unverwechselbare Art auch zu allem etwas erzählen. Das ist eine Waschkugel der Firma Siemens, etwa um 1940 herum. Und der Staubsauger und Electrolux 1936 für 190 Reichsmark war ungefähr ein Monatslohn für einen Durchschnittsverdiener. Wo noch, außer in Övenum, kann man zum Beispiel eine Kaffeetasse bewundern, die eigens für Linkshänder hergestellt wurde? Wo sonst bekäme man so eindringlich geschildert, wie auf Föhr Krankheiten und Unwohlsein bekämpft wurden, vielleicht ja noch immer bekämpft werden? Der gelernte Tischler hat mit moderner Museumspädagogik nichts an der Prinz-Heinrich-Mütze, die der 1,60 Meter große friesische Hüne ständig auf dem Kopf trägt. Aber alle Frauen sind tief beeindruckt, wenn Haie mit dem alten Hebammenkoffer demnächst Hausgeburten machen will, weil es da ja 90 Euro pro Niederkunft zu verdienen gibt. Das Leben auf Föhr, wie es früher war. Im Museum in Övenum wird es lebendig. Der Höhepunkt der knapp einstündigen Führung ist der Besuch der Knechtskammer, wo Haie Sönksen Martens den faulen Burschen jedes Mal wecken muss. Da hat er mit dem Fuß gewackelt, könnt ihr sehen? Ich reiß die Decke weg, renn so weg, sag Bescheid, wenn er sich bewegt. Okay? Bewegt er sich schon? Was da am Ende passiert, das muss man schon selber gesehen haben. Das Leben auf dem Lande. Lebendiger als unter diesem Föhrerdach geht's nicht. Wenn Sie mal hier auf Föhr zu Besuch sind, dann habe ich jetzt einen echten Geheimtipp für Sie. Nehmen Sie sich mal einen Abend frei. Ich glaube, ich erzähle Ihnen das besser später. Die Uferpromenade in Wiek, der Sandwall, ist sicherlich das touristische Zentrum Föhrs. Hier gibt es kleine Boutiquen und Geschäfte, Bistros und Cafés für jeden Geschmack. In der Wieker Fußgängerzone findet man nicht nur die aktuellen modischen Trends, sondern vor allem eine reichhaltige Auswahl an wetterfester Bekleidung. Natürlich dürfen auch die typischen Föhr-Souvenirs nicht fehlen. Als Mitbringsel habe ich mich aber nicht für einen Fließpullover oder ein Stoffschäfchen entschieden, sondern für etwas wirklich klassisch Friesisches.
So, jetzt habe ich noch was sehr Schönes für den wunderschönen Rucksack gefunden. Einmal echten Friesentee, schon abgefüllt in diese schöne Dose hier. Und die obligatorischen Kluntjes, also Kandiszucker. Das gehört natürlich zusammen. Und es gibt ja diese süße Geschichte, wie die Friesen zum Tee kamen. Zunächst haben sie ihn nämlich entdeckt auf gestrandeten Schiffen hier an der Küste und haben gedacht, es sei Gemüse, haben das gekocht und gegessen und fanden das gar nicht so witzig. Mittlerweile wissen sie natürlich, wie man mit Tee umgeht. Und für uns ist das jetzt ein tolles Geschenk, was hier in meinen wunderschönen Rucksack reinkommt. Unsere Zuschauerin Marita Weber aus Recklinghausen kommt schon seit über 20 Jahren nach Föhr. Und sie hat in den kleinen Gässchen von Wieck etwas entdeckt, was viel zu schade wäre, um es zu übersehen. Das hier ist Marita Weber. Sie sitzt genau auf der gleichen Bank, auf der ich jetzt hier sitze. Und sie ist auch an Eis. Und sie hat uns die alte Druckerei empfohlen. Gedruckt wird da schon lange nicht mehr. Heute ist es ein Weinladen mit Kaffee. Abends verwandelt sich das Ganze in ein Theater. Und die beiden Herren, die das managen, die sind für eine Insel wie Föhr schon was Besonderes. Thorsten Tews und Michael Steuer auf dem Weg zur Arbeit. Wer ihnen durch den engen Hinrichsen Gang an der Wieker Mittelstraße folgt, trifft auf ein kleines Biotop. Ganz nah, aber doch scheinbar weit entfernt von der lärmenden Touristenlawine der Wieker Fußgängerzone. Weinhändler, Bistrokellner und Theaterintendant. Michael Steuer ist alles in einer Person. Ein Büro gibt es nicht, aber wer braucht das schon? Die Engagements mit den meist befreundeten Künstlern lassen sich auch hier draußen verabreden. Ja, dann machen wir erst eine Late Night, 22 Uhr. Ja. Für den Wein zeichnet Thorsten Tews verantwortlich. 2002 zog es ihn mit seinem Lebenspartner nach Föhr, der hier auf der Insel auch sein Geschäftspartner wurde. Seit 2006 führen die beiden gemeinsam die alte Druckerei. Tagsüber Weinkontor, Café und Bistro wird sie abends zum kleinen Theater. Thorsten in der Küche, Michael in Ausstand und Service. Und an diesem Abend der Hamburger Liedermacher Jochen Wiegand auf der Bühne. Der Interpret vornehmlich plattdeutscher Lieder gastiert regelmäßig auf der Insel. Und er weiß, was sein Föhrer Publikum besonders gerne hört. Fortan de komme dør, lys mit de klink. Fader meint, moder meint, dat dei de vind. Moder meint, dat dei de vind. Hin und wieder stehen Michael Steuer und Thorsten Tews als Rezitatoren selber auf der Bühne. Dann platzt die alte Druckerei meist aus allen Nähten. Die beiden Theaterleute können es eben nicht lassen. Und dass sie dabei auch den Nerv ihrer Gäste aus Recklinghausen treffen, ist ja nun bewiesen. Danke, liebe Frau Weber, für diesen Tipp. Jetzt möchte ich Ihnen jemand ganz Besonderes vorstellen, und zwar Jill. Jill ist nicht nur eine sehr hübsche Border-Collie-Hündin, sondern sie ist auch ein wirkliches Arbeitstier. Und was sie macht, das werden wir uns gleich noch genauer angucken. Ihr Arbeitgeber, das ist Jon Petersen. Er ist Landwirt und hat sich absolut auf Schafe spezialisiert. Also bei Ihnen dreht sich alles ums Schaf hier auf Föhr. Auf meinem Betrieb dreht sich eigentlich alles um Schafe, ja. Und was machen Sie mit den Schafen? Melke ich zum Teil für Schafkäse. Machen wir Schafkäse von in der Molkerei und verkaufen den in unserem Hofladen. Und wir machen auch eine Deichpflege mit Fleischschafen, sag ich jetzt mal so. Mhm. Die pflegen den Deich, indem sie drauf rumlaufen? Genau, die halten den Deich kurz. Und durch die kleinen spitzen Klauen verfestigen sie also die Oberfläche. So dass bei einer Sturmflut der eben gefestigt ist. Und genau. Ansonsten könnte man es maschinell machen, aber das übernehmen dann die Schafe. Und dann scheren Sie die Schafe? Teilweise ja sogar machen Sie so eine Art Schauscheren für Touristen. Wie ist das eigentlich? Ist das nicht ein bisschen stressig für die Tiere dann und für die Schafschere auch?
Nein, also die Schuhe an sich zielt ja immer darauf ab, möglichst stressfrei für die Tiere zu scheren. Und das muss immer zügig gehen. Wie viel Wolle gibt denn so ein Schaf? Je nach Rasse zwischen 3 und 4 Kilo in der Regel. Wenn man Schafe hat, muss man auch Hütehunde haben. Da sind wir jetzt wieder bei Jill. Ja. Wie lange dauert es denn, bis so ein Hütehund wirklich richtig weiß, was er machen muss? Sie bilden die ja auch aus, die Hütehunde. Ja, die bilde ich selber aus für meinen Betrieb. Und in der Regel kann man sagen, pro Fuß ein Jahr. Pro Fuß ein Jahr? Das sind dann 4 Jahre. Vier Jahre. Mhm. Ja. Nach 4 Jahren, Jill ist jetzt 4, glaube ich. Die hat gerade Geburtstag gehabt, jawohl. Und die ist jetzt so, wie ich sie wünsche. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Erfahrung sammeln. Hm. Und die guten Hunde lernen auch noch immer weiter dazu. Ja. Aber jetzt muss einfach, ich sag mal, der Hund so sein, wie man sich ihn vorstellt. Ja. Jetzt wollen wir natürlich mal sehen, was Jill kann. Und wir haben glücklicherweise Unterstützung bekommen, und zwar von der Freiwilligen Feuerwehr hier in Wiek. Die hat einen ganzen Wagen und eine ganze Drehleiter mitgebracht. Wir wollen nämlich jetzt von oben und von allen Seiten gucken, wie das so funktioniert, die Schafe von A nach B zu bringen. Was soll Jill jetzt genau machen? Ich werde sie jetzt rauslassen, mhm, und dann werde ich sie noch mal wieder einsperren. So, und jetzt lassen wir die Schafe raus. Jo. Und Jill fängt sie wieder ein. Hä? Du siehst schon sehr konzentriert aus. Gut. Ein guter Hütehund muss vieles können, hat mir Jon Petersen erklärt. Er muss die Kommandos seines Herrn präzise ausführen, soll aber auch selbstständig mitdenken. Er darf nicht wie ein Roboter arbeiten, sagt Jon. Der Hund muss gegenüber den Schafen dominant sein, er darf sie aber nicht erschrecken oder gar beißen. Nur mit einer speziellen Pfeife gibt Jon seiner Hündin Kommandos. Zwischendurch muss Jill immer wieder verharren, um die Herde nicht unnötig in Aufruhr zu bringen. Lässig, kontrolliert und souverän, aber jederzeit in der Lage, durch einen kurzen Sprint für Ordnung und die richtige Richtung zu sorgen. Jill macht das sehr gut. Und in nicht einmal einer Minute sind die Schafe genau da, wo Jon Petersen sie haben will. Zurück in ihrem Gatter. Super. Hallo, Jill. Wieder alle drin. Hello, toll Jill, gemacht. Jill. Hello, super gemacht. Hey, Jill. Ja. Vom Föhrer Fischmarkt in die Luft gewissermaßen. Ich steige jetzt aufs Dach. Wenn man über die Insel Föhr fährt, dann sieht man überall wunderschöne, redgedeckte Häuser. Einer von denen, die ihren Mitmenschen aufs Dach steigen, um es mit getrockneten Schilfhalmen zu decken, ist Bra Lorenzen. Die Leitern sind direkt ins Red reingepresst hier, ne? Oh. So, und jetzt, Bra, wie kann ich mich hier nützlich machen? Hier sind schon die großen Redballen. Ja, wir sollen hier mal jetzt den Grat aufsetzen, dass wir hier noch eine Lage über die Gaube legen. Mhm. Ne? Sollen wir noch mal ein bisschen Red dazu haben? Ja, wie kommt das jetzt hier hoch? Das wirft Thorsten uns eben hoch hier. Oh, das ist wunderbar. Eins zu mir und wahrscheinlich eins zu dir, nehme ich an. Ja. Oh, super. So, und jetzt immer mit dieser geschnittenen Seite nach unten. Nach unten. So wie die Pflanze gewachsen ist, soll sie auch aufs Dach. Mhm. So. So, und jetzt legt man das hier an die Seite. Ja. Jetzt hat man hier diesen Alu. Ne, ist ein verzinkter Draht. Verzinkter Draht. Und dann nimmst du so einen Vorleghaken. Ja, habe ich hier. Und steckst das an die Seite fest. Stecke ich so fest, beherzt. Täuscht das oder ist Reddächer, ist das wieder mit in Mode gekommen? Es hat Jahre gegeben, sagen wir mal in den 50er, 60er Jahren, da war der Beruf vom Aussterben bedroht, aber das liegt jetzt wieder voll im Trend. Wie kommt's? Früher hat man das ja genommen, weil man nichts anderes hatte. Früher war das ein arme Leute-Dach und jetzt ist es aber wieder so verbreitet. Ist auch von den Kosten her, vom Bau her nicht viel teurer, als mit Pfannen zu legen. Aha, aber es ist teurer, oder? Die laufenden Kosten sind ein wenig teurer, mhm, hauptsächlich die Versicherung auch, die Feuerwehrversicherung. Ja. Was kostet so ein Reddach? Das liegt so bei 75, 76 Euro Ablattung.
Was heißt das für so ein ganzes Haus? Mal hochgerechnet. So ein Einfamilienhaus hat meistens so zwischen 200 und 240, 50 Quadratmeter. Und dann mit First und Giebel und Gauben und sowas, dann kommt das so meistens um die 25.000 Euro. Ach, und wie lange hält so ein Reetdach dann? Grundformel sagt immer, jede Generation deckt das Haus einmal neu. Die Wetterseite hält so 30, 40 Jahre, je nach auch wie das Haus steht zum Wetter hin. Also die Wetterseite 30 bis 40 Jahre, ob das steil oder flach ist, da spielen viele Faktoren mit. Reetqualität und letzten Endes Qualität auch vom Dachdecker. Und ich habe so viele vermooste Dächer auch schon gesehen. Also ab wann weiß man denn, jetzt ist mein Dach durch? Jetzt muss ich es neu machen. Man sieht den Verschleiß an den Dächern. Und eben, wenn es ganz schlimm ist, dann fängt das an, irgendwann durchzulenken. Ja gut, dann weiß man, jetzt ist es Zeit. Lebt sich's denn besser unter Reet? Fühlt sich das schöner an, wenn man unter Reet wohnt? Das Wohnklima ist schöner. Ja? Auf jeden Fall. Woran liegt's? Das ist eine ziemlich dicke Isolierschicht. Und im Sommer kühlt er schön und im Winter hält schön warm. Und es strahlt Ruhe aus. Echt? Strahlt Ruhe aus? Ja. Sehr schön. Sie strahlen auch Ruhe aus. Aber es wird nicht noch irgendwie imprägniert oder irgendwas? Es ist wirklich nur das reine getrocknete Schilf, was hier drauf ist. Naturbelassenes Reet. Passt ja zur Landschaft, finde ich, diese Häuser hier. Doch. Na? Machst du mal bitte das Boot auch mit auf? Ja. Mach ich. Dann haben wir gleich beide Seiten. Oh. Ne? Das auch? Ja, alles auf. So, ja, dann wünsche ich jetzt wirklich mal gutes Gelingen noch mit diesem Haus hier, Bra. Auf das es mindestens eine Generation hält. Das will ich hoffen, ja. Ich wollte das Haus nicht noch einmal decken. Nee, das wird nicht nötig sein. Und wir bleiben noch ein bisschen bei den Dächern first. Und zwar bei den Dächern, unter denen man Unterkunft finden kann. Ob Flachdach oder Ziegeldach oder Reetdach. Wir haben wieder eine schöne Auswahl für Sie zusammengestellt. Unter dem Reetdach des alten Pastorats in Süderende ist man dem göttlichen Segen vielleicht etwas näher als anderswo. Das unter Denkmalschutz stehende Landhaus mit seinem wundervollen Garten bietet 8 Zimmer mit 14 Betten. Wer hier unterkommen will, sollte frühzeitig buchen. Das alte Pastorat erfreut sich vieler Stammgäste. Die schätzen die besondere Atmosphäre des Hauses und die gute Küche, die mit handgemalten Kacheln geschmückt ist. Die ehemalige Billigtapete ist heute ein kleines Vermögen wert. Zimmer mit Storchenblick, die gibt's nur in Wiek. Die Frühstückspension Villa Friede gehört zu den ältesten Pensionen auf Föhr. Besonderes Merkmal ist der kleine zoologische Garten direkt am Haus. Seit 100 Jahren kann man in der Villa Friede übernachten. Aber keine Angst, das Haus ist mit der Zeit gegangen und bietet neben 30 Betten in Einzel- und Doppelzimmern auch einen kleinen Wellnessbereich. Direkt an der Wieker Uferpromenade ein Hauch von DDR-Architektur. Das Vier-Sterne-Hotel Atlantis wurde von einem Kaufmann gebaut, der Geschäfte mit der ehemaligen DDR machte. Westwaren gegen Plattenbau. Davon ist im Haus nichts mehr zu spüren. Das Atlantis gehört zu Föhrs ersten Adressen. Neben dem großzügigen Wellnessbereich bietet das Atlantis vor allem eines: Zimmer mit Blick aufs Meer und echte Seebadatmosphäre. Als Sitz des Amtsvorstehers ein Haus mit langer Tradition. Aber als Hotel gerade erst geboren. Rackmershof in Övenum. Luxus unter reetgedeckten Dächern. Davon konnte der Ururgroßvater des jetzigen Besitzers nur träumen. Der Obstgarten des Hofes ist mittlerweile eine grüne Oase für die Gäste des Hauses, die heute auf nichts als Gastfreundlichkeit treffen. Anders vor 100 Jahren. Da hieb Ururgroßvater vor Wut mit seiner Axt eine Kerbe in den Tisch. Die gibt's immer noch. Rackmershof, ein Haus mit Geschichte und Geschichten. Musik.
Jahrhundertelang verlief die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland mitten durch Föhr. Die Bewohner im Westen der Insel waren dänisch und als 1920 auf Föhr abgestimmt wurde, zu welchem Staat man denn nun gehören wolle, stimmten noch drei Dörfer im Westen für Dänemark. Es kam dann aber doch anders und so ist Föhr heute eine deutsche Insel. Ralf, merkt man hier eigentlich noch was von der dänischen Vergangenheit auf Föhr? Ja, sehr viel. Wir bewegen uns hier auch gerade im absoluten Grenzgebiet. Wir sind jetzt noch sozusagen auf dem Gebiet vom Herzogtum Schleswig. Und auf der anderen Seite der Hauptstraße, die vor uns liegt, dort ist schon das Königreich Dänemark. Gewesen, das ist jetzt gewesen. Schon eine Weile her. Ja. Gibt es denn noch Grenzen in den Köpfen der Leute hier? Auch so im negativen Sinne nicht, aber man spricht heute noch von den zwei Inselteilen, von Osterland für und Westerland für, als dem Osten und dem Westen der Insel. Mhm. Und die Sprache, die hat sich doch auch ein bisschen unterschiedlich entwickelt, oder? Ja, das ist fast, dass jedes Dorf hier seinen eigenen sprachlichen Dialekt hat, seine eigene friesische Mundart, das ist noch geblieben. Und sonst gibt es noch irgendwas Dänisches, was man hier noch sehen kann? Ja, wir haben hier gleich noch ein Denkmal, gleich neben uns links. Das wurde 1824 zu Ehren des dänischen Königs aufgestellt. Es ist sozusagen der östlichste Punkt des Königreichs Dänemark auf der Insel Föhr. Muss man wissen, sonst übersieht man es fast. Hä? Ralf will mit mir weiter nach Borgsum, friesisch Borgsem, was auf Deutsch heißt Siedlung, die an der Burg liegt. So, Ralf, wo ist jetzt hier genau die Burg? Wir stehen direkt davor. Das ist nur noch der Ringwall, der erhalten geblieben ist. Eine richtige Burg mit Zinnen, Türmchen und Erkern hat es hier nicht gegeben. Auf dem Burgwall haben noch Palisaden gestanden, drinnen in der Burganlage, nenne ich es mal selbst, auch die Häuser. Hier hat der Ritter Klaus Lembeck residiert. Er war sehr unbeliebt hier auf Föhr, weil er hier doch ziemlich geherrscht hat. Und er hat sich dann später auch mit dem dänischen König angelegt, ihm den Lehnseid verweigert. Und da wurde er belagert, ausgehungert und zum Schluss blieb bloß noch eine klapprige Kuh über, die er jedes Mal mit einem anderen Fell behängt hat, um zu suggerieren, dass er noch genug zu essen hier auf der Burg hat. Schlau. Und da sollte die Burg gestürmt werden. Das hat der Ritter Klaus Lembeck zu Ohren bekommen. Und da ist er bei Nacht und Nebel verschwunden. Aber bevor er ging, hat er alle seine Schätze im Burggraben, im Brunnen in der Burg versenkt. Hier in der Mitte übrigens, genau von dieser Ringwallanlage, dort hat der Brunnen gestanden, wo der Klaus Lembeck seine Schätze versenkt hat. Da gehst du jetzt noch mal nachts graben. Du kommst mit. Wir wollen noch ein Stück weiter. Von Borgsum aus geht es nach Süderende. Ralf will mir auf dem Friedhof von St. Laurentii Grabsteine zeigen, die sprechen können, deren Symbole aus dem Leben der Verstorbenen erzählen. Symbolik ist eigentlich immer wieder, viele lassen ihr Segelschiff mit einmeißeln, viele Kapitäne ihr Segelschiff mit einmeißeln in den Stein. Ich habe hier allerdings noch einen interessanten, beim nächsten Stein eine ganz große Besonderheit, die es nur, fast nur auf den Grabsteinen der Insel Föhr gibt, einen Familienstrauß. Das ist der Familienstrauß. Die männlichen Mitglieder der Familie sind meist als Tulpen dargestellt und die weiblichen meist als Sternblumen. Hier sieht man ganz deutlich heraus, an oberster Stelle die Eltern. Mhm. Beide sind verstorben, die Blüten neigen nach unten. Und von dieser Familie leben nur noch zwei Söhne. Der dritte Sohn ist gestorben und die drei Töchter sind auch gestorben und eine Tochter lebt noch. Oh, das erzählt eine richtige Geschichte dann. Das erzählt eine richtige Geschichte. Das ist eine Symbolik, die man kennen muss, sonst würde man das so gar nicht verstehen. Mhm. Und immer diese Form, die ist auch typisch. Das ist eine klassische Form hier auf allen Friedhöfen, ganz besonders hier im Westen. Auf dem Friedhof St. Laurentii findet man diese Form klassisch immer wieder und immer mit anderen Motiven. Und unter anderem auch eine ganz große Besonderheit, ein Familienstrauß, der besonders kostbar ist.
Und wegen dieser Symbolik heißt er jetzt auch sprechender Stein? Auch wegen der Symbolik, die im obersten Teil durch den Familienstrauß dargestellt ist, allerdings auch durch das Geschriebene unter der Symbolik, wird genau darauf eingegangen, auf das Leben des Verstorbenen oder der Verstorbenen, wenn es zwei waren. Auch das Alter ist sehr genau angegeben in Jahren, Monaten, Wochen und Tagen. Hier ruhe ich in Frieden und bin nun ewig sorglos. Wie schön. Das ist hier ein ganz besonderer Grabstein auf dem Friedhof Süderende. Das ist der Grabstein von Matthias Petersen, hier auch für besser bekannt als der glückliche Matthias. Er beeindruckt natürlich nicht nur durch seine kolossale Größe, sondern auch durch seine Inschrift, die in Latein verfasst wurde. Er stellt eine ganz große Besonderheit hier dar. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns dieser Stein alles so zu erzählen hat. 1632 auf Föhr geboren, machte Matthias Petersen seine erste Walfangfahrt wahrscheinlich schon als Elfjähriger. Mit 20 Jahren war er bereits Kommandant eines Walfangschiffs mit rund 50 Mann Besatzung. Eine außergewöhnliche Karriere zeichnete sich schon früh ab. Walfangen im 17. Jahrhundert, vornehmlich in den Gewässern vor Grönland, war ein harter und gefährlicher Beruf. Gelang es, einen Wal zu harponieren, mussten die Walfänger oft Stunden mit dem verwundeten Tier kämpfen. Und manches Mal blieben auch die Wale Sieger. Mehr als 50 Jahre lang fuhr Matthias Petersen zur See und dabei erlegte er als Kommandant insgesamt 373 Wale. So glücklich Matthias Petersen, von dem weder Zeichnungen noch Gemälde überliefert sind, beim Walfang gewesen sein mag, seine Familiengeschichte ist alles andere als glücklich. Von den 12 Kindern, die er mit seiner Frau Inge hatte, starben 3 im Kindesalter, eine Tochter wurde nur 17 Jahre alt und 3 seiner Söhne starben gewaltsamer Tode. Geblieben sind die großen Walknochen vor dem Wieker Friesenmuseum. Geblieben sind Ausstellungsstücke wie die Harpunen, mit denen der glückliche Matthias und all die anderen Walfänger vor 350 Jahren auf die Jagd gingen. Geblieben ist der Raum im alten Pastorat in Süderende, wo der junge Matthias schon mit 8 Jahren vom Pastor seinen ersten Navigationsunterricht erhielt. Geblieben ist der prächtige Kronleuchter, den er seiner Kirchengemeinde in Süderende stiftete. Und geblieben ist eben der Grabstein, der ihm nach seinem Tode 1706 gesetzt wurde. 74 Jahre alt wurde der berühmteste Walfänger Föhrs, der glückliche Matthias. Am Saisonanfang sage ich, wann du willst, sagt er. Wann du willst, sagt er. Am Saisonanfang sage ich, das ist eine Frage. Ich hoffe, eines Tages wird ein großer Regen diesen ganzen Abschaum von der Straße spülen. In mehr als 60 Filmen lieh Christian Brückner dem US-Schauspieler Robert De Niro seine Stimme. Brückner ist seit vielen Jahren einer der begehrtesten und profiliertesten deutschen Synchronsprecher. Wovon reden Sie denn? Neben der deutschen Vertonung von Hollywood-Filmen hat der Grimme-Preisträger auch selber als Schauspieler immer wieder vor der Kamera gestanden. Seit 40 Jahren kommt Christian Brückner nach Föhr. Hier hat die deutsche Stimme Hollywoods eine zweite Heimat gefunden. Die Luft und das Licht haben es ihm angetan. Ja, das Licht ist so klar. Das ist, wir nennen das immer atlantisches Licht. Dieses Meereslicht, dieses klare, ungefilterte, unverstaubte Meeres- und Himmelslicht. Wenn ich Sie jetzt so erzählen höre, könnte ich jetzt mich so richtig schön zurücklehnen und einfach weiterhören. Vorsicht! Da falle ich vom Deich. So ist es. Und hören und hören. Wie ist es denn? Ist es manchmal so, dass Sie irgendwo sitzen und plötzlich dreht sich jemand um und sagt, Mensch, die Stimme, die kenne ich doch? So ist es ständig. Was aber auch kein großes Wunder ist, weil nun habe ich ja doch lange genug Zeit gehabt, mich in die Ohren der Menschen einzugraben, sozusagen. Und dadurch werde ich halt akustisch erkannt. Jetzt ist ja Robert De Niro jemand, mit dem man Sie ganz eng verbindet. Right. Wie ist das, wenn Sie den sprechen? Schalten Sie da irgendwie innerlich um? Haben Sie sich in diesen Mann reingeguckt? Na ja, klar habe ich mich in den Mann auch reingeguckt. Ich meine, nun kenne ich ihn 35 Jahre, denke ich, und mache 35 Jahre seine Filme. Ich muss mir immer erzählen lassen, wie viele es waren. Ich glaube, 60 oder 70 oder vielleicht noch mehr.
Und dann lernst du den Schauspieler natürlich kennen. Du weißt, wie er aussieht sowieso, du weißt aber auch ein bisschen, was er macht. Also die Überraschung ist dann nicht mehr ganz so groß. Ich kenne ihn und versuche mich dann auf die jeweils neue Rolle einzustellen. Das macht dann auch die Veränderung. Es ist nicht so sehr der Mann selbst, sondern die jeweilige Rolle. Hm. Warum hat sie ihn Föhr so angetan? Das ist eigentlich im Laufe der Zeit gekommen. Ich meine, da ich ja nun kein gebürtiger Föhrer bin, sondern ein Hergekommener, war das eigentlich so mehr und mehr, ja, es war eine Liebe, die sich entwickelte, um es einfach so zu sagen. Mhm. Eine Liebe, die so mit der Zeit kam, gleichzeitig natürlich durch Familie, durch Kinder. Aber Sie lieben es hier durch, so durchzuatmen, dieses Inselgefühl, das hat es Ihnen ja wohl angetan. Das ist nicht nur die Insel selber, sondern es ist auch, wo du hinguckst und wo du hingucken kannst und die Perspektiven, die du hast, die da rausgehen in den Himmel, die rausgehen ins Wasser zu den Nachbarinseln. Und, ziehen Sie sich denn hier zurück, wenn Sie hier sind? Ja, oder mischen Sie sich ins bunte Leben? Nicht wirklich ins bunte Leben. Wir sind bei uns zu Hause. Wir sind zusammen mit der Familie, zu Weihnachten zum Beispiel. Weihnachten ist eine Tradition, da treffen wir uns dann mit Freunden, mit der ganzen Familie. Das gehört einfach dazu. Und was die 40 Jahre betrifft, um darauf nochmal zurückzukommen, das finde ich schon ganz wichtig, über so lange Zeit, wie sich dann Beziehungen auch zu Orten oder zu dieser Insel vertiefen. Das ist halt einfach so. Das ist wie, ja, wie 40 Jahre verheiratet ein bisschen. Und, ja, tatsächlich. Ich habe neulich, den finde ich wirklich wunderbar, so einen schönen Spruch gelesen. Das kann es nicht ganz genau zitieren, aber ungefähr so: alle Wege, Straßen, Plätze, alle Orte, an denen man gewesen ist, irgendwann treffen sie sich und bilden ein neues Paradies. Und ich glaube, so ist Föhr, glaube ich, auch im Laufe dieser Zeit, also hat ein Stückchen was von dem gesamten Paradies abbekommen und gehört völlig dazu. Hm. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal auf Hallighoge? Vor einem Vierteljahrhundert, mehr oder weniger, als die Kinder klein waren. Also vor 25 Jahren vielleicht. Ja, und so eine Hallig ist ja gar keine wirkliche Insel. Immer mal wieder heißt es Land unter und nur die einzelnen Warften, glaube ich, gucken oben raus. Mhm. Ja, so eine Hallig ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und wir wollen Ihnen jetzt mal zeigen, wie so ein Tagesausflug nach Hallighoge aussehen kann. Und ich danke Ihnen, Herr Brückner, ganz herzlich, dass Sie mit mir ein bisschen unterwegs waren auf der Insel. Während des ganzen Jahres fährt das Ausflugsschiff 2 bis 3 Mal in der Woche von Wiek zur Hallighoge. Die Fahrzeit richtet sich nach den Gezeiten. Bei Ebbe dauert es 1,5 Stunden. Bei Hochwasser kann das Schiff abkürzen und braucht nur etwa 1 Stunde für die Überfahrt. Gut 3 Stunden Aufenthalt auf Hoge, was so viel bedeutet wie hohes Land, reichen vielleicht nicht ganz, um alle 111 Bewohner kennenzulernen, aber für eine königliche Bekanntschaft sollte in jedem Falle Zeit sein. Auf der Hanswarft, der größten der 10 Warften bzw. kleinen Siedlungen, lädt der Königspesel zum Besuch. Pesel ist friesisch und bedeutet so viel wie Stube. 1825, als die Hallig noch zu Dänemark gehörte, war König Frederik VI. Hier für einen Tag zu Gast. Wegen schlechten Wetters konnte er nicht zurück und so übernachtete er im schönsten Haus der Hallig. Seitdem gibt es auf Hoge die königliche Stube mit dem wahrscheinlich bis heute nie wieder frisch überzogenen Bett des Monarchen. Etwas ganz Besonderes stellt auf Hoge die Kirche dar. Sie stand früher einige Kilometer weiter im Dorf Osterwohlt, das bei der großen Sturmflut 1634 für immer unterging.
Die dabei zerstörte Kirche haben die Hoga Stein für Stein durchs Watt getragen und samt Bänken und Altar auf ihrer Hallig wieder aufgebaut. Pastor Klaus-Dieter Niedorf kam aus Hamburg nach Hoge. Kaum einer kennt sich mit der Hoga-Geschichte so gut aus wie er. Eine Frage wird ihm immer wieder gestellt, nämlich die, ob er, wie Pater Braun, hierhin strafversetzt wurde. Es ist noch nie ein Pastor nach Hoge strafversetzt worden, das geht nämlich gar nicht. Sondern mich hat es berührt, hier nach Hoge zu kommen. Ich war als 12-Jähriger das erste Mal auf der Hallig. Und dann hat mich das irgendwie angerührt. Und ich habe immer später gesagt, als ich Pastor wurde, ich werde mal Pastor auf Hallig Hoge. Und seit 11 Jahren bin ich das. Also keine Strafbänke auf Hallig Hoge. Ganz im Gegenteil. Ja, so eine Fahrt zur Hallig Hoge ist immer eine gute Idee, wenn Sie hier auf Föhr sind. Aber jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Geheimtipp für Sie. Wenn Sie mal keine Lust haben auf Strand, wenn das Kino in Wieg keinen Film zeigt, auf den Sie Lust haben, dann nehmen Sie sich mal nach der Frage. Oh, ja, ich mache mich gerade ein bisschen beliebt bei den Ziegen von Jan Matzen. Zickenalarm ist hier bei der Familie Matzen was ganz Normales, was ganz Alltägliches. Jan, wie bist du denn auf die Ziege gekommen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Wir haben das 97 im Fernsehen gesehen. Und das hat mir damals sehr gut gefallen. Ziegenzucht. Ziegenzucht, genau, Ziegenmelken. Zum anderen hat mich die Landwirtschaft nie losgelassen. Wir haben ja leider 96 aufgehört mit den Kühen. Und jetzt bist du mit den Ziegen wieder neu eingestiegen. Richtig, richtig. Diese hier ist eine ganz besonders dreiste. Wer ist denn das? Das ist die Chefin, das ist Biggie. Und sie, wie soll ich sagen, hat hier leitet den ganzen Verein. Oh ja. Es kriegt als erster Schrot und auch als letzter. Aha. Stimmt das denn, dass Ziegen so zickig sind, wie man ihnen so nachsagt? Ist das Nein. eine Charaktereigenschaft? Nein, sie sind sehr anhänglich, das sieht man ja, ja auch. Stimmt, man kann sie auch so ein bisschen schmusen. Ja, sie sind fast, man könnte sie fast mit Hunden vergleichen, auch von der Intelligenz her. Wie soll ich sagen, sie sind eher ein bisschen stur. Mhm. Dann und wann. Also man kann nicht gegen Ziegen arbeiten. Man muss den Ziegen, wie soll ich sagen, die Möglichkeit geben, ihr Wesen auszuleben, zum einen. Und zum anderen muss man sie so lenken, baulich gesehen, im Stall jetzt, dass sie auch wirklich das tun, was man von ihnen verlangt. Ja. Jetzt haben wir hier nur Damen um uns rum und da hinten steht separat der Bock und den riecht man auch so ein bisschen, ne? Ja, weil die Ziegen brauchen diesen Geruch, um bockig zu werden. Man nennt das bei den Ziegen bockig werden. Ist läufig, also... Genau, genau. Und ohne das funktioniert es nicht und das ist quasi der Duft, der die Frauen betört. Ihr macht ja Ziegenkäse. Ja. Da haben wir auch ein paar sehr schöne Bilder schon. Auf was kommt es an bei der Ziegenkäseherstellung? Bei der Ziegenkäseherstellung muss man auf die Milch eingehen. Von der Struktur her ist sie sehr viel feiner, die Milch, als von Kühen und von Schafen zum Beispiel. Die Fette, das ist ein ganz, ganz feines Fett ist das in der Ziegenmilch. Gerade wenn man den geschnitten hat, den Käse, dann muss man sehr vorsichtig den Bruch rühren. Fast zu 90% ist es Handarbeit. Mhm. Ansonsten würde man die Gallerte zerstören. Und man muss da auch so ein ganz feines Händchen für haben. Das macht zum Beispiel meine zukünftige Frau, die kann das sehr gut. Sie kann auch genau sehen, wann es soweit ist, wenn wir zum Beispiel jetzt die Molke abziehen oder aber auch, dass der Bruch dann fertig ist, um in die Form gefüllt zu werden. Also ich höre schon, das ist wirklich Timing gefragt. Genaues Timing ist wichtig, aber wichtiger sind auch noch die Temperaturen. Und wenn man jetzt zum Beispiel beim Abfüllen, wie man das jetzt sieht, gewissen Rest Molke drin lassen, damit der Käse auch eine geschlossene Form kriegt an sich. Mhm. Ihr habt ja auch einen Hofladen, da kann man 2 Stunden am Tag rein. Darf man denn dann auch mal zwischendrin hier einen Blick in den Stall werfen? Ja. Weil das ist ja schon toll, wie die hier alle um einen rumzippeln und an einem... Wir machen regelmäßig Führungen, also kommen wieder mit denen in den Stall. Und das ist ja auch gerade diese Regionalität, die Nähe zum Tier. Das ist ja vieles, ist heute ja so anonym geworden. Und hier kann man noch sehen, hier wird die Milch produziert, da wird sie gemolken, hier wird der Käse gemacht. So, Tamina, hier habe ich noch einen Käse für dich, für deinen Rucksack. Das sieht ja schon mal gut aus. Wie schmeckt der denn? Das ist ein Bergkäse. Passt ja natürlich auch in die Landschaft hier, zum flachen Land. Das ist ein Bergkäse, der bleibt, das ist ein sehr milder Käse. Der ist auch für Einsteiger, ist ja sehr, sehr geeignet. Mhm. Und
der ist quasi unendlich haltbar. Und perfekt. Der bleibt auch mild. Das ist kein Käse, der jetzt nachher richtig scharf wird. Das ist ein sehr milder Einsteigerkäse für Menschen, die gerne Ziegenkäse und Käse mögen. Vielen Dank. Und da ist sicherlich schön viel Biggie-Milch drin, ne? Ja. Toll. Ein schönes Geschenk für den wunderschönen Rucksack. Man kann hier auf Föhr natürlich nicht nur lecker Ziegenkäse essen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen weiter nach Westen fahren, nach Uttersum. Und uns dort im Restaurant zur Post richtig schön typisch friesisch bekochen lassen. Bis 1965 war das Lokal zur Post tatsächlich eine Poststation. Heute gehört es zu Föhrs beliebtesten Speiselokalen. Koch Wolfgang Hennig und seine Mutter Hildegard kochen für uns typisch friesisch. Darling mal wie ein feinfertiges Gericht. Das erste jaftet ein Halligbrot mit Porren, ein Braser Eier. Bis unten jaftet die Kuhlpudding. Und das erste Spieß jaftet das Fettsopp. Alles klar. Für die Vorspeise wird ein gebuttertes Vollkornbrot mit reichlich frischen Krabben belegt. Darauf kommt ein Spiegelei. Und fertig ist der Einstieg in unser Friesenmenü. Jetzt kommt der Hauptgang, der Kohlpudding. Und meine Mutter hat schon mal den Kohl vorgekocht. Und dann brauchen wir Hackfleisch. Das ist schon fertige Hackfleischmasse, so wie man die für die Frikadellen benötigt. Ja, das wäre schon. Für 4 Personen werden rund 3 Pfund Weißkohl vorgekocht. Die Hälfte des Kohls wird in eine Auflaufform gefüllt. Auf den Weißkohl kommt dann der Hackfleischteig. Hier rechnet man pro Person rund 200 Gramm, also 800 Gramm. Auf das Hackfleisch folgt dann wieder eine Lage Weißkohl. Ja. So, und nun kann sie in den Ofen kommen. Nun kommt der Kohlpudding für eine Stunde bei 200 Grad in den Backofen. Für die Specksoße werden 150 Gramm Speckwürfel in Butter angebraten und in eine Sauce Bechamel gegeben. Salzkartoffeln dazu und der Hauptgang kann serviert werden. Die Portion, die ich jetzt hier geschnitten habe, das ist so ca. 180 Gramm. Und dazu gibt es Salzkartoffeln und die Specksoße. Fehlt das Dessert. Die Sweat Sop, die süße Suppe. 750 Gramm gemischte Beerenfrüchte werden von Hildegard Hennig unter ständigem Rühren zum Kochen gebracht. Inzwischen hat Sohn Wolfgang die Vanillesoße angerührt. Einen Viertel Liter braucht man etwa, um die Sweat Sop etwas anzudicken. Wer es besonders süß mag, kann die Suppe auch nachzuckern. So, das ist jetzt unser friesisches Menü. Als Vorspeise das Krabbenbrot mit Spiegelei. Als Hauptgericht der friesische Kohlpudding mit Petersilienkartoffeln und Specksoße. Und als Dessert Svetsop. Und so, nun guten Appetit oder wie man bei uns auf Föhr sagt, lädt ja nichts weg. Die Seeberufsgenossenschaft hat es ausnahmsweise erlaubt. Ich darf auf dem Krabbenkutter Claudia bei einem Fangturn dabei sein. Den Kapitän der Claudia kennt man auf Föhr nur als Otti, den Krabbenfischer. Also wir sind ja jetzt bei dir mit auf dem Turn, wie man das so schön nennt. Wie sieht denn so ein normaler Fangturn mit der Claudia aus? Ja, wir fahren morgens los. Aha. Mal so um 6 so, mal um 5. Und dann sind wir nachmittags so abends um 7, 8, stecken wir den Anker weg und dann schlafen wir. Dann schlafe ich 10 Stunden auf Anker und dann fangen wir nächsten Tag wieder an zu fischen. Aha. Und wie lange bleibt ihr dann im Zweifel draußen? 2 Tage. Und dann hat man genug zusammen? Nö, weil heißt genug, dann haben wir mal. Also ich bin zufrieden. Ja, ja, da, bloß der, wenn das zu viel Krampf sind, dann geht der Preis weg. Das ist nicht gut. Ach so. In der Abenddämmerung bringt Otti seine beiden Netze aus. Große Erwartungen an ihren Fang haben Otti und sein langjähriger Bootsmann Frank heute nicht. Das Wasser sei zu klar, meint Otti. Die Krabben bemerken das über den Boden geschleppte Netz und nehmen regelrecht Reißaus. Krabbenfischen ist Maßarbeit.
Satellitennavigation und ein zentimetergenauer Tiefenmesser zeigen Otti genau an, wo er sein Netz hat. Nur ein Meter zu weit nach links oder rechts und das Netz kann sich verhaken oder in eine der tiefen Rinnen absacken, die es rund um Föhr gibt. Nach einer Dreiviertelstunde und dem Einbruch der Dunkelheit ist der spannende Moment gekommen. Die Netze werden eingeholt und schon von außen kann man schnell erkennen, dass die Krabbenfischer recht hatten. Viel ist es nicht, was bei den beiden ins Netz gegangen ist. Kann man den essen? Ich habe ihn noch nie gegessen, aber eigentlich nur den essen. Aber die überleben jetzt alle, wenn man sie zurückwirft rechtzeitig, ne? Eine Maschine sortiert den Beifang aus. Also alles, was keine Krabbe ist, wandert lebendig zurück ins Meer. Den Beifang ins Kröpfchen, die Krabben ins Töpfchen. Direkt nach dem Fang wird Feuer unterm Kessel gemacht. Die Krabben werden in Salzwasser gekocht. Man sieht es? Das hat man so ein Gefühl. Wie die Farbe ist. Und dann kommt es hier rein? Kommt hier rein, wird nochmal durchgesiebt, die unten kommt sie raus. Und dann werden sie dann sauber gesammelt. Dann kann man sie so fangfrisch vom Kutter kaufen. Oder wenn man zurückkommt. Ja, und da hilfst du dann mit beim Saubersammeln. Saubersammeln. Ist das schon das Poolen? Nee. Nein, das ist noch nicht das Poolen. Nach dem Kochen sortiert eine Maschine noch einmal das aus, was nicht mit in die Krabbenkiste soll. Viele sind es heute Nacht nicht geworden, aber lecker sind sie, die frischen Krabben. Fehlt nur noch die hohe Schule des Poolens. So Jungs, wie poolt man jetzt richtig so ein Kräppchen? Eine Krabbe. So. Rechte Hand. Hinten. Rechte Hand. Rechte Hand. Kopf. Ach so, Kopf, rechte Hand, ja. Dann drehen wir den Schwanz. War schon gut. Ja. Und jetzt den Rest drauf. Aber das wird nichts. Rest. Oh, doch. Wir testen. Also ich mache das anders. Ich drücke hier raus, da drücke ich bloß raus und dann ziehe ich. Das ging ja noch schneller. Moment, wo hast du es drauf gedrückt? Hier drauf drücken. Drauf drücken. So. Ziehen. Ziehen. Und jetzt rausziehen drücken. Ach, Prachtexemplar. Die sind aber besonders lecker jetzt so frisch, ne? Schmeckt gut. Wow. Also frischer kriegen sie sie mit. Nee. Isst du denn ab und zu noch mal so ein paar dann so nebenbei? Selten. Selten. Ich werde immer ausgeschimpft von ihm. Das geht alles von meinen Geldern. Oh. Okay, du musst wieder ans Steuer. Und wir suchen jetzt hier noch so ein bisschen den Dreck raus. Wir bleiben noch einen Moment auf dem Wasser, beziehungsweise im Wasser. Wenn das Wetter nicht mitspielt, empfiehlt sich ein Besuch des Aquaföhr mitten in Wiek. Während sich die Kinder im Wellenbad vergnügen, lässt sich Vater bei einer Thalassomassage verwöhnen. Das Aquaföhr ist ganzjährig geöffnet und wer Wellenbad, Fitnessbereich und die Wellnessangebote ausnutzen will, kann hier bequem einen ganzen Tag verbringen. Noch ein Schlechtwettertipp. Der Funpark direkt am Hafen in Wiek wendet sich an die jüngsten Föhrbesucher. In der großen Halle des kleinen Volkes findet sich alles, was Kinderherzen und Beine hüpfen lässt. Die Großen dürfen sich bei Kaffee und Kuchen ausruhen. Und abends hat keiner Grund, über schlechtes Wetter zu schimpfen.
Im Funpark ist ganzjährig eitel, Freude, Sonnenschein. Wenn Sie mal keine Lust haben auf Faulenzen und Entspannen, wenn Sie die Nordsee mal auf eine ganz besondere Weise kennenlernen wollen, dann machen Sie am besten das, was wir jetzt machen wollen, nämlich eine Wattwanderung. Ralf, du hast einen Watt-Spezialisten mitgebracht, den du beiläufig kennst. Ganz beiläufig, das ist mein Vater. Und der macht das schon lange? Lange, 5, 6 Jahre schon. 5, 6 Jahre? Ja, ja. Jetzt frage ich mich ja wirklich, müssen wir im Herbst barfuß hier in dieses eiskalte Watt hinein? Ja, warum nicht? Das ist üblich? Das ist üblich. Im Watt geht man barfuß. Und wofür ist das gut? Für die Füße. Massage für die Füße. Kann man sich da nicht wehtun, nee, irgendwo ja, schneiden? Naja, man muss ein bisschen auf Muscheln achten, vielleicht nicht. Aber sonst ist das ungefährlich. Wie viel Grad hat das jetzt hier? Ich glaube, gefühlte -3? 8, 9. Dann gehen wir jetzt einfach los. Ja. Wohin in die Richtung? In die Richtung, ja. Richtung Sylt. Genau auf Westerland. Also. Ja, immer so in Reihe, oder wie macht man das jetzt? Ja, kann auch nebenan. Oh, es ist aber schon sehr kalt. Das liegt. Wattwanderungen kann man auf Föhr eigentlich das ganze Jahr über machen. Besonders beliebt sind Touren hinüber zur Nachbarinsel Amrum. Sieht nah aus, sind aber 8 Kilometer, denn zu Fuß kann man nicht auf direktem Weg dorthin. Wattwanderungen sind natürlich nur bei Ebbe möglich, also bei Niedrigwasser. Und grundsätzlich sollte man sich geführten Wattwanderungen anschließen, um unliebsame Überraschungen durch die zurückkehrende Flut zu vermeiden. Übrigens, schon nach ein paar Metern merkt man vom kalten Wasser an den Füßen kaum noch was. Was macht denn hier die Forke mitten im Watt? Ja, die ist hier hergestellt für Wattwanderer, die einen Wattwurm ausgraben wollen. Und das machen wir jetzt auch. Der Wattwurm ist ja nicht das hier, sondern das hier ist es, was der Wattwurm ausscheidet. Und das Loch hier? Das ist der Trichter, wo er die Nahrung ansaugt, mit dem Sand. Hier saugt er sie an, hier unten wohnt er in so einem U und da kommt das Watt wieder raus. Das kann er ja nicht verdauen. Genau. Und so filtert er das Watt immer wieder durch und das Watt erneuert sich. Ja, richtig. Okay, dann bin ich ja froh, wenn wir jetzt einen Wattwurm finden. Ja, bestimmt. Bestimmt? Die Farbe wird ganz anders vom Sand. Das sind die unteren Schichten, da ist keine Sauerstoffzirkulation. Und da ist natürlich alles tot, deswegen ist es schwarz. Da ist er. Hier haben wir ihn. Wo? Oh, was, so ein Riesending. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Regenwurm. Ja, ein bisschen größer, ne? Darf ich mal? Uha. So, wo ist jetzt vorne und wo ist hinten? Hier frisst er und dort schaltet er es aus. Ja. Und die sorgen dafür, dass das Watt sich immer wieder erneuert. Das Watt erneuert, dass es umgegraben wird sozusagen. Das machen Millionen und Abermillionen von diesen Wattwürmen. Toller Job. Wollen wir ihn wieder zurücksetzen? Ja, natürlich. So, bitte weiterarbeiten. Der Eindruck, das Watt sei öde, täuscht. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viel Leben auf so engem Raum. 40.000 verschiedene Lebewesen auf einem Kubikmeter hat man gezählt, vom Einzeller bis zum Krebs. Das Watt ist ein wichtiges Biotop und deswegen besonders geschützt. Herzlich willkommen an Bord der City of Bedford. Das hier war ein Frachtschiff. Ja. Dieses Schiff ist in einem Septembersturm 1839 hier gestrandet. Es war ein Kohlenfrachter, war bestimmt von Edinburgh nach Oslo und ist mitten in der Nordsee in einem schweren Nordweststurm geraten. Da ist der Mast abgebrochen, sind dann hier gestrandet. Die Besatzung hat sich angebunden, um nicht über Bord gespült zu werden. Das haben 3 nicht überlebt. 3 sind da umgekommen, 4 sind an Land gekommen. Und diese 3, die sind bestattet auf dem St. Laurentii-Friedhof, man weiß auch noch so ungefähr wo. Die Kinder erwarten hier natürlich immer Geschichten von Piraten, Schätzen, ja, Goldtalern, Kronleuchtern. Und was erzählst du ihnen dann? Ich sage immer, dass es ein Salpeterfrachter war. Und wenn sie mal das Watt oder das Wasser probieren, ist es noch salzig. Und das dauert dann immer einen Augenblick, bis die Gäste dahinter kommen, dass man da Seemannsgarn erzählt hat. Aha. Die beiden Jungs, die haben mir übrigens auch noch versprochen, wenn ich hier meine Sache gut mache im Watt, dann trinken wir nachher zusammen einen Manhattan. Ein Manhattan, das weiß ich auf jeden Fall, den trinkt man hier auch für. Das ist ein Cocktail. Aber was da alles genau rein muss,
Da ist man sich immer wieder gar nicht so ganz sicher. Und nicht dieser Whisky. Ja, ja. Ein Führernachmittag. Drei Führer-Ehepaare, sechs Personen und ungefähr 600 mögliche Rezepte für den richtigen Manhattan. Wir nehmen den guten. Ja, aber wir brauchen keinen. Führer Amerika-Auswanderer brachten den Manhattan bei ihrer Rückkehr mit auf die Insel. Das steht fest. Aber was in ihn reingehört, da scheiden sich Zungen und Geister. Grundsätzlich kann man Manhattan mit Scotch, kanadischem Whisky oder Bourbon mixen. Grundsätzlich kann man dazu Martini, Weiß oder Rot oder beides geben. Grundsätzlich gehört Eis dazu und in der Regel auch eine Cocktailkirsche. Manchmal ein Schuss Angostura. Unsere Manhattan-Fachleute empfehlen folgende Grundrezepte. Unser Rezept von Manhattan ist hier ein Teil hier Canadian Club, ein Teil Roten Martini, viel Eis und vielleicht ein Spritzer Angostura Bitters. In unseren Manhattan gehören ein Teil Bourbon Whisky, ein Teil Roten Martini und ein Teil weißen Martini und viel Eis. Einen weißen, einen roten und zwei Scotch. Okay, ein zu unseren Manhattan? Ja. Eigentlich heißt der Rob Roy einmal ein Scotch Whisky, ein Teil roter Martini, einmal einen weißen Martini und viel Eis, gut schütteln und zu besonderen Anlässen auch eine Kirsche. Ein Teil Whisky, ein Teil roten Martini, ein Teil weißen Martini und viel Eis. Unser Martini ist ein Teil. Nein, nicht unser Martini, unser Manhattan. Was? Unser Manhattan ist ein Teil Canadian Club, ein Teil roter Martini mit viel Eis. Alles klar? Na denn, Prost. Oder wie man auf Föhr sagt, Sünheit. 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 Ein bisschen gröber geht es bei einer alten Kunst, zu der sich Markus Thiessen verschrieben hat. Markus Thiessen ist Steinmetz und Bildhauer, hier ganz im Westen der Insel, in Süderende. Und Markus, das ist hier, glaube ich, jetzt schon die Feinarbeit, die du da machst, ne? Ja, ich versuche hier mit verschiedenen Strukturen eine Landschaft zu machen, mit der ich halt die Weite des Meeres und so den Kreislauf des Lebens im Grunde genommen darstelle. Mit Sonnenuntergang, meinetwegen auch Aufgang. Und durch die verschiedenen Strukturen erreiche ich halt eine gewisse Tiefe. Ja, und das wird ein Grabstein, oder? Ja, genau. Das ist halt so eine moderne Version von diesem redenden Stein, wo ich jetzt halt meine Landschaft nehme, anstatt also üblich sind ja so Familienbäume oder christliche Symbolik. Und in diesem Fall gibt es halt eine Landschaft, die halt die Weite der Insel hier auch aufnimmt. Und das ist in diesem Fall auch der Grund, warum das Ehepaar, was sich hier ein Denkmal macht, auf die Insel gezogen ist. Und das wird jetzt halt im Denkmal dann auch ausgedrückt. Ich habe ja die sprechenden Grabsteine in Süderende schon gesehen. Hast du diese Tradition dann wieder aufleben lassen? Weil die wurden ja jahrelang gar nicht mehr hergestellt hier auf Föhr. Es gab jetzt vor mir, glaube ich, 60 Jahre lang keinen, der auf der Insel war. Und auf dem Festland haben sie das nicht ganz so begriffen, was da eigentlich los war. Und dann habe ich das jetzt wieder gemacht. Du hast doch in deinem Job eine gewisse Abwechslung. Du machst ja nicht nur Grabsteine. Was machst du noch? Also ich habe jetzt zuletzt auch auf dem Sandwall den großen Gezeitenbrunnen gemacht und habe auch im Wellenbad einen Walfängerbrunnen gemacht. Dann mache ich Sonnenuhren oder auch mal eine freie Skulptur. Da habe ich doch ein recht weites Spektrum und das ist eigentlich auch das Schöne für mich hier auf der Insel, dass ich das halt alles Stück für Stück abdecken kann. Mhm. Kannst du mir mal so ein paar Griffe per Hand zeigen, so für ein erstes Gefühl? Ja, nicht unbedingt an dem Stück, aber ich habe da hinten nur so ein Stück für Lehrlinge, da könnte ich dich mal dran lassen. Ja. Sehr gerne. Wann hast du gemerkt, du hast da Talent? Ja, also ursprünglich wollte ich mal Kunst studieren, aber das war dann nicht so einfach und dann hatte ich aber auch so ein Faible für die Wasserspeier am Kölner Dom. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen und da kam ich da mal zu Besuch und fand die natürlich faszinierend, die da oben in verschiedenen Fratzen verewigt waren. Und dann war das für mich halt nur Ersatzkunst. Gelernt habe ich das in Düsseldorf und bin nach der Lehre dann hier nach Föhr gekommen. Und da ich hier früher immer im Urlaub war, hatte ich so viele Freunde, die haben dann gleich Findlinge vom Acker gehabt, die ich dann mit Friesenwappen und Kuhköpfen und diversen Sachen verziert habe. Gleich ja. Aufträge. Ja, von der Lehre direkt in die Selbstständigkeit. Aha. Ja. Und deswegen ist es jetzt auch Föhr geblieben. Ja, nicht nur deswegen, ist einfach schön hier, nicht?
Ja, kann ich bestätigen. Ja. Und jetzt würde ich am liebsten dieses große Teil gleich in meinen schönen Rucksack packen. Ja, wäre ein bisschen schwer. Ich glaube, das wäre ein bisschen sperrig. Aber könnt mir vorstellen, ich habe hier noch was anderes. Oh, wir moin. Wir sagen immer moin, eigentlich zu jeder Tag- und Nachtzeit. Und das könnte vielleicht noch so reinpassen. Wo kommt der hin? Auf die Fensterbank. Auf der Tür ist er wahrscheinlich gleich weg, ne? Nee, stimmt, auf die Fensterbank. Grüßt jeden, der kommen mag. Genau. Vielen herzlichen Dank. Ein Moinstein für unseren wunderschönen Rucksack. Der ist ganz schön schwer damit. Ja. Aber ist wunderbar. So, und jetzt würde ich hier gerne noch mal ein bisschen richtig Fleisch weghauen. Oder wie heißt das? Hundezahn. Hundezahn. Und Fäustel. Und Brille. Und Brille. Ups. Gut. So, und wo muss jetzt noch was weg? Na, da ist ordentlich Fleisch. Da kannst du noch Fleisch, was wegnehmen. Genau. Einmal drauf und das beherzt. Ja, den Mann, den wir jetzt besuchen wollen, der würde nie von sich behaupten, dass er Künstler ist. Aber das, was er macht, das hat schon was mit Kunst zu tun. Zum Beispiel mit der Kunst, es allen recht zu machen. Au, jetzt habe ich mir schon wieder auf den Daumen gehauen. Ja, der kommt vor. Naja, zugegeben, in Freddy Riewarts Alltag spielt der Dreivierteltakt vielleicht nicht die größte Rolle, dafür aber der Zweitakter. Jeden Morgen um 6 Uhr rückt der 51-Jährige mit seinen Mitarbeitern aus zum Rasenmähen. Wobei, gerecht wird man dem Chef-Greenkeeper des Führergolfplatzes damit nicht. So wie die Golfer ein Grün lesen können müssen, muss auch der Greenkeeper die besonders gehegte und gepflegte Zielfläche rund um das Loch lesen können. Ist das Grün gesund? Braucht es einen 3,5 mm Schnitt oder besser 4 mm? Ist das Grün griffig, aber nicht stumpf, glatt, aber nicht rutschig und rollt damit der Ball ideal? Der Greenkeeper, ein Mann für alle Fälle. Wir Greenkeeper, da ist etwas vom Förster drin, etwas vom Gärtner, etwas vom Landmaschinenmechaniker, etwas vom Landwirt. Es ist ein sehr vielseitiger Beruf, das ist der Reiz dieses Berufes, aber ist auch der Stress denn. Zum Beispiel der Stress, dem Golfplatz jeden Morgen ein neues Gesicht zu geben. Die Löcher werden umgesetzt. Mal mehr vorne, mal mehr hinten. Mal leicht, mal schwierig, aber natürlich nie für alle richtig. Darüber macht sich der Greenkeeper keine Illusionen. Der Führergolfplatz liegt im Dorf Nieblum, wo Freddy Riewerts Bürgermeister ist. Interessenskonflikte sieht der oberste Rasenpfleger dadurch nicht. Auf Föhr spielen der Chefarzt und der Maurer. Hier auf der Insel ist Golf verbindend und nicht trennend. Damit die Schlägertypen von nah und fern demnächst noch mehr Spaß am Handicap haben, wird der Führergolfplatz gerade auf 27 Löcher erweitert. Wenn dann eine Spezialfirma aus Schweden die neuen Bahnen mit einer flüssigen Mischung aus Samen und Dünger per Kanone bepflanzt, dann staunt auch ein alter Hase wie Freddy Riewerts. Meister seines Fachs und seiner Bürger. Ralf, was hast du denn hier mitgebracht? Das hat doch noch was mit deinem Geheimtipp zu tun, Tamina. Die Musikfreunde für West. Da richtig. Spielst du mit, ne? Ja, seit 16 Jahren. Und das hier ist dein Instrument? Das ist mein Instrument. Seit 16 Jahren. Becken, ne? Becken. Wie klingen die? Hat natürlich jetzt allein einen schrillen Ton, aber die Kunst ist damit, Musik zu machen und die nicht einfach aufeinander zu schlagen. Und das kannst du natürlich. Und wo kann man euch hören? Eigentlich in der Saison, 2-3 Mal die Woche. Die Termine erfährt man dann bei mir bei der Tourist-Info. Aber jetzt muss ich auch weg. Da sind die Jungs schon. Die warten Kollegen. Auf mich. Ja, tschüss, bitte. Bis gleich. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er auf die Insel Föhr. Ich fahre zum verabredeten Treffpunkt mit Ralf im schönen Dorf Nieblum. Wir treffen uns am Dorfteich. Ralf hat mir noch etwas ganz Besonderes versprochen.
Ralf, mir ist aufgefallen, du kennst ja nicht nur jeden auf der Insel, du sprichst mit vielen auch eine Sprache, die ich nun wirklich beim besten Willen nicht verstehe. Nee, die hauptsächliche Sprache bei uns im Westen der Insel Föhr ist Friesisch, Föhringer Friesisch, Ferreng, wie wir sagen. Und ja. Das lernt man auch so von der Pike auf, damit wächst man auf. Damit wächst man auf, bin ich auch. Schnack doch mal was auf Friesisch. Da gibt es einen schönen kleinen Vierzeiler, den man immer gerne dazu nehmen kann. Lockelk am Mensken an Riktet Lun, wo Werken an Schongern gung Hun und Hun. Da kann ich jetzt nur raten, was das meint. Glücklich die Menschen und reich das Land, wo Arbeiten und Singen gehen Hand in Hand. Ja, das ist doch nett. Das ist eine schöne Sprache. Und das können die meisten hier noch. Doch ja, sehr viele können es verstehen und auch noch, Gott sei Dank, sehr viele sprechen. Ja. Es gehört auch hier bei uns zum täglichen Umgang, dass man miteinander Friesisch spricht. Wow, traditionsverbunden ist man auch und in den Vereinsstrukturen ist man sehr aktiv. Du bist ja in mehreren Vereinen, das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Gesungen wird hier viel, es gibt hier sehr viele Gesangsvereine, Sportvereine, Fußballvereine und auch Trachtengruppen. Und da haben meine Mädels von der Trachtengruppe aus Olzum, haben da noch eine Überraschung für dich. Für mich? Ja, die werden dir jetzt nochmal die friesische Kultur etwas näher bringen. Da bin ich ja mal gespannt. Kerstin und Enken von der Tanz- und Trachtengruppe Olzum wollen mir die friesische Tradition näher bringen. Sogar hautnah, denn ich soll eine komplette historische Tracht anziehen, in der Kerstins Großmutter vor mehr als 50 Jahren geheiratet hat. Trachtenrock und Bluse, Zöpfe und Kopfschmuck. Fast 2 Stunden dauert es, bis man fix und fertig angezogen ist. Und alleine schafft man das nicht. Die Führerfrauen helfen sich beim Anziehen immer gegenseitig. Würdevoller. Hallo, da sind Sie schon alle versammelt. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Und ich bin ganz beeindruckt, wie viel Sorgfalt man darauf verwendet. 2 Stunden braucht es, bis man so richtig alles an sich dran und um sich rum hat. Aber sie sind schon ein bisschen unterschiedlich, die Trachten, ne? Also bei mir ist das hier, wie nennt man nochmal diese? Das sind die Knöpfe. Knöpfe. Deine sind ein bisschen größer als meine. Ja. Dafür hast du aber nur 10 und ich habe 12. Hat das irgendwas zu sagen? Hat ein bisschen was mit dem Reichtum zu tun, was der Mann mitgebracht hat früher. Von der Seefahrt. Sind ja ein bisschen größer eben als meine. Genau. Und die werden jetzt über Generationen weiter vererbt? Oder woher kommt dieser Schmuck? Also der kommt von der Iberischen Halbinsel. Mhm. Aber wir haben den jetzt von der Großmutter vererbt. Mhm. Geht von Generation zu Generation. Gut. Und jetzt habe ich gesehen, manche haben hier so ein rotes ja, du kriegst Tuch. Das nicht. Und ich hab keins gekriegt. Du bist nicht verheiratet. Ach so, daran sieht man das. Genau. Das Warndreieck. Da musst du aufpassen. Ja, ihr lebt diese Tradition hier auf jeden Fall und ihr tanzt auch, ne? Ja, wir haben ganz schöne friesische Tänze. Ich finde ja auch dieses Kleid, das passt ja dazu. Ich finde hier dieses Drehen das Allerbeste, mit diesem Riesenrock. Ja, wir haben auch ganz einfache Tänze, da kannst du ruhig mal mitmachen. Ja? Mhm. Jetzt hier direkt? Mhm. Genau. Mädels? Ja. Gut, dann komme ich da mal direkt dazu. Habt ihr hier irgendeine spezielle Aufstellung? Ja, natürlich. Ja, Männer und Frauen. Ah, und wer ist hier der Mann und wer ist die Frau? Vermutet, dass dieser Schmuck hier ursprünglich aus dem Mittelmeerraum rund um die Iberische Halbinsel durch Kapitäne nach Föhr gebracht wurde. Heutzutage wird er natürlich längst hier gemacht. Und was für eine Feinstarbeit das ist, das wollen wir uns jetzt mal angucken. In der Mitte
Mittelstraße in Wiek findet man den kleinen Laden von Ilke Engeland. Die junge Goldschmiedin hat den historischen friesischen Schmuck für sich entdeckt. Filigrane Kunstwerke, für die man eine Menge Geschick und Geduld braucht. Zunächst wird ein dünner Silberfaden mit einem Stück Holz in sich verdreht. Dieser hauchdünne Silberzopf wird dann platt gewalzt, mit viel Gefühl, sonst bricht das Material. Aus diesem feinen Silberband, von weniger als einem Millimeter Breite, werden dann sogenannte Brinkeln gebogen. Klingt wie Brezeln und sieht auch ein bisschen danach aus. Für eine Brosche werden diese Brinkeln anschließend eingesetzt. Wie viele Brinkeln Ilke Engeland schon gebogen und verarbeitet hat, weiß sie nicht. Viele Tausende sind es sicherlich. Nach dem Einsetzen werden die nur durch ihre Eigenspannung gehaltenen Brinkeln mit Flussmittel bestrichen und unter Hitze fixiert. Es folgt das Aufstreuen von Silberlot, einem feinen Granulat aus gemahlenem Silber, das dem Schmuckstück seinen schillernden Glanz verleiht. Nun wird das Ganze miteinander verlötet. Aus den kleinen Silberbrezeln wird allmählich ein Schmuckstück. Würde der Schmuck das kosten, was ich an Arbeit damit habe, sagt Ilke Engeland, dann könnte ihn sich niemand mehr leisten. Das will die Föhrer Goldschmiedin in dritter Generation aber nicht. Schmuck herstellen ist für sie Herzenssache. So wie der Schmuckkauf ja schließlich auch. Wir haben Sie ja gebeten, uns einen Tipp für Föhr zu geben. Und viele von Ihnen haben Stellis Hüs in Olzum genannt, eines der schönsten Cafés der Insel. Stellis Hüs ist nicht nur wegen der leckeren Torten, die es hier gibt, sehr beliebt. Die kleine Ausstellung mit aus der ganzen Welt zusammengetragenen Kuriositäten und Dingen des täglichen Bedarfs ist wirklich einen Besuch wert. Das Haus strahlt eine wunderbare Ruhe aus, obwohl hier ständig Bewegung ist, vor allem auf Anetta Königs Töpferscheibe. So, das ist hier das Herzstück von Stellis Hüs, die Töpferei sozusagen mitten im Café. Wenn man großes Glück hat, dann kann man sogar Anetta König beim Töpfern zugucken. Manchmal ist sie nämlich hier. Und diese Tassen, die sie macht, die kriegt man auch da vorne serviert. Also man kann sie dann gleich kaufen, wenn man daraus seinen Kaffee getrunken hat. Das sieht ja hier ganz einfach aus, Frau König. Doch, das ist aber etwas schwierig. Ist schwierig. Ja, das Worauf Zentrieren ist eigentlich das Schwierigste. Und dann muss man langsam hochziehen. Das geht ja so flott. Eben war es noch ein Kloß. Dann haben sie ein Loch gemacht. Jetzt ziehen sie es hoch. Ja, genau. Oh, und jetzt forme ich das schon aus. Wie viel Erfahrung haben Sie denn? Seit wann machen Sie das? Seit 35 Jahren mache ich das schon. Deswegen geht das so flott. Ja. Wie ist das denn? Gibt es hier auf Föhr eine Keramik, die hier Tradition hat, so wie die Bunzlauer Keramik in Schlesien oder so? Das eigentlich nicht. Also das sind eigentlich meine eigenen Entwürfe und Ideen, die ich hier verwirkliche. Aber so Tradition im Töpferhandwerk gibt es eigentlich nicht auf. Nee. Und was ist so Ihr Stil? Schöne, einfache, klare Formen habe ich hier schon gesehen. Ja, genau. Und helle Farben, die mache ich gerne. Blau und Gelb und Weiß mit Punkten oder mit Blüten drauf. Was auch so ein bisschen zur Insel passt. Ne? Ja, doch. Das Frische. Das Frische, genau. Das ist ja hier schon ein richtig schönes, großes Prachtexemplar. Was macht man da rein? Ja, vielleicht Suppe oder man kann es noch mit einem Henkel versehen, dann als Suppentasse oder als Milchkaffeetasse. Toll. Kriegen wir das jetzt ab? Wollen Sie mal probieren? Nicht, dass es kaputt geht? Nein, ganz vorsichtig. Stellen wir es Mensch, ging das schnell. Gut, also das in die Mitte hauen. Ja, genau. Kräftig. Und dann die Hände nass machen. Mhm. Und dann jetzt? Einfach die Hände drumlegen. Drumlegen. Oh. Und drücken. Mhm. Sie machen also das Gas jetzt? Ich gebe Gas, ja. Und ich die Form. Und dann von oben noch ein bisschen drücken. Von oben drücken. Das mal zusammen. Ja. Was kaufen denn die Leute bei Ihnen hier am liebsten? Sie haben ja sehr viel Auswahl. Ja, am meisten werden Becher gekauft, aus denen man dann zu Hause den Kaffee trinken kann. Und in Erinnerung dann an Föhr, an Stellis Hüs. Ja, oder sonst mache ich sehr viel auf Bestellung. Wenn die Farben dann nicht passend sind, dann wünschen die Gäste sich dann andere Farben. Also man kann sich bei Ihnen wünschen, jetzt wird bei mir, glaube ich, eine ganz andere Form. Gut, ja.
So, nun kommt der schwierigste Teil, das wird hier nach... Das Hochziehen. Das Hochziehen, ja. Also an die Seite eine Hand. Ja. Und dann erstmal so ein bisschen nach innen. Nach innen. Und dann macht man mit dem Rohr. Das klappt ja schon sehr gut. Dann mal langsam loslassen. Wunderbar. Oh, es hat schon eine gewisse Form. Würde ich auch sagen. Jetzt würde ich ja am liebsten hier so ein schönes, selbstgemachtes Teil in den Rucksack packen. Ja. Aber ich glaube, das wird hier nicht mehr so schnell trocken. Das wird leider nicht so schnell trocken, aber ich denke, ich habe hier schon was für Sie. Nehmen Sie eine schöne Milchkaffeetasse mit, die ich hier im Regal stehen habe. Und die passt dann sicher in Ihren Rucksack. Da wird sich der Zuschauer dann freuen. Das ist ein sehr schönes Geschenk für Suppe oder Milchkaffee oder Tee. Ja, genau. Alles möglich. Das packen wir schön ein und tun es dann hier in den Rucksack. Aber jetzt besser noch nicht, sonst geht es nachher noch kaputt. Ja? Ja, jetzt müssen wir das hier noch weiter hochziehen. Kennen Sie eigentlich Ralf Brodersen? Ja, natürlich kenne ich Ralfi. Den kennt hier jeder auf der Insel. Ja, genau. Ne? Habe ich den so den Eindruck. Ja, mit Ralf bin ich auch gleich wieder verabredet zum Rucksack auspacken. Aber jetzt wollen wir hier das noch fertig machen. Ja, hochziehen. Gut. Ein bisschen nach innen. Und noch ein bisschen dünner machen. Ja, genau. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Ja, es macht viel Spaß. Töpferei, Café und Museum. Stellis Hüß in Olzum sollten Sie auf jeden Fall besuchen, wenn Sie auf Föhr sind. So, Ralf und ich haben uns jetzt hier nochmal wieder getroffen in Niblum in der Kerzenscheune. Und hier gibt es köstliche Friesentorte. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ralf, aber ich glaube, die ist ziemlich gehaltvoll, oder? Ja, die ist nicht ohne. Das ist Blätterteig mit Flammenmus und Schlagsahne. Köstlich. Jetzt muss die trotzdem mal ein bisschen weichern hier, weil wir wollen ja jetzt mal gucken, was alles im Laufe unserer Reise in den wunderschönen Rucksack reingekommen ist. Mal gucken. Guck mal. Ja, die Tasse, herrlich. Und Stellis Hüss. Sofort erkannt? Sofort. Das Design ist unglaublich. Man kann verschiedene Sachen damit machen. Ganz toll. Dann als nächstes haben wir hier, was meinst du, was das ist? Der Käse. Von Matzen. Kennst du natürlich auch, ne? Lecker. Leckerer Ziegenkäse, lecker. Ewig haltbar. Dann haben wir obligatorisch Friesentee. Wie soll es anders sein? Natürlich. Und? Knotjes. Genau. Ich glaube, es ist eine Teetasse hier wahrscheinlich. Kann man Tee drin. Könnte man, ne? Dann haben wir hier noch was ganz Schweres vorne drin. Und zwar, da habe ich wirklich schwer dran getragen. Moin. Von Markus Thiessen. Auch sofort gesehen. Sofort. Stellt man sich, wohin man mag. Ja, das ist doch eine tolle Auswahl. Und das war jetzt die Ausbeute von unserer netten Föhr-Reise. Noch nicht ganz, halt. Wir vom Gästeservice haben auch etwas für den Rucksack. Wir haben einmal, weil die Sonnentage im Herbst ja nicht immer da sind, haben wir für die kühlere Witterung auch noch ein Kapuzen-Sweatshirt. Schön das dick zum Einmummeln. Oh, schön weich. Richtig. Grüne Insel. Weißer Strand. Blaues Meer. Blaues Meer. Und? Und? Der absolute Knaller noch. Wir haben unser Arrangement verliebt auf Föhr noch dazugelegt. Oh. Zwei Übernachtungen für zwei Personen an einem lauschigen Wochenende hier in einem Hotel bei uns auf Föhr. Mit einigen Extras dabei, unter anderem auch für einen Tag den quietschgelben VW Käfer, das Cabriolet von uns. Oh. Das gehört auch noch dazu. Mensch, das ist ein großzügiges, tolles Geschenk. Gerne. Vielen herzlichen Dank, Ralf. Wenn Sie das alles gewinnen möchten, dann schreiben Sie uns ein schönes Postkärtchen, vielleicht mit einem netten Dünenschaf drauf oder was Ihnen sonst so einfällt. Wir freuen uns sehr und drücken Ihnen ganz fest die Daumen. Ja, und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Ralf. Es war eine ganz nette Reise über die Insel. Für mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nette Menschen. Ja, traditionsbewusst und weltoffen ist eine tolle Mischung. Und du auch. Danke. Kann ich nur bestätigen. Das war's von Föhr. Oder wie sagt man hier so schön? Adies. Adies. So, und jetzt machen wir uns sofort über die Friesentorte her. Ich bin dabei. Wenn es dich gibt.